Endlich ist es soweit. Das Buch von Boba Fett ist nun voll gestartet. Als Vorbereitung darauf hat uns LG dazu eingeladen, die neue Star Wars Serie in einem ganz neuen Maßstab zu erleben. Die LG OLED C1 Fernseher bieten mit ihrer OLED-Technologie extrem gute Schwarzwerte. Schwarz ist halt wirklich schwarz und das haben wir, während wir noch einmal Star Wars geguckt haben, sehr genossen. Die galaktische Größe von 77 Zoll lässt uns noch einmal neue Details in den altbekannten Filmen entdecken. So macht Star Wars wirklich Spaß. In Kombination mit dem tollen Star Wars Merchandise wie einem imperialen Scout-Truppler oder auch dem Klon-Commander Neo tauchen wir in eine weit, weit entfernte Galaxis ein. Für Gamer bietet der Fernseher ebenfalls tolle Features, wie Nvidia G-Sync bei einer Bildwiederholrate von maximal 120 Bildern pro Sekunde. So macht flüssiges Gaming wirklich Spaß. Erreichbar und ganz einfach einzustellen über den Game Optimizer arbeiten Hard- und Software perfekt miteinander zusammen. Wir lieben das und so nimmt für uns Gaming dank LG noch einmal völlig neue Dimensionen an. Dolby Vision IQ rundet das Ganze noch einmal ab, sodass der LG OLED C1 ein absolutes Muss für Star Wars Fans ist. Klickt gerne auf den Link in der Beschreibung, um mehr zu erfahren. Wir freuen uns bereits auf die nächsten Folgen Das Buch von Boba Fett und wünschen euch einen guten Anfang in das jetzige Jahr 2022. Danke Freunde und danke an LG. Hashtag 212. Gemeinsam sind wir stark. Das Buch von Boba Fett belebt die Geschichte des ehrenwerten Kopfgeldjägers wieder und wir sind uns sicher, diese wird sehr gut fortgesetzt. Boba Fett ist einer der besten und bedrohlichsten Kopfgeldjäger der Galaxis. Man erkennt gut, ist der Charakter in der originalen Trilogie noch sehr eindimensional, so beginnt er sich in der Serie voll zu entfalten. Nicht zuletzt durch die Geschichte in Star Wars The Clone Wars und damit einhergehende Entwicklung. Sondern auch, weil der Charakter nun im zentralen Mittelpunkt steht und damit eine wichtige Position einnimmt. Fest steht, er handelt nach einem Kodex. Er ist nicht mehr derselbe Boba Fett wie einst der junge Boba in Star Wars The Clone Wars. Wollte er so zum Beispiel Windu einst töten, so folgt er nun dem Kodex nicht zu foltern und durch Respekt zu herrschen. Mal sehen, wie erfolgreich der gute alte Fett damit sein wird. Keineswegs der leichteste Weg. Hierbei haben wir uns allerdings eine Frage gestellt. Die Jedi und Fett kreuzten des Öfteren ihre Wege. Darth Vader setzte vor allem in der originalen Trilogie auf die Fähigkeiten dieses Kopfgeldjägers. Unsere Frage: Wusste Boba eigentlich, für wen er hier kämpfte? Wusste er, dass er für den ehemaligen Freund Windus kämpft, beziehungsweise sogar für die Person, die für den Tod Windus mitverantwortlich ist? Und umgekehrt, wusste Anakin bzw. Vader, mit wem er es zu tun hat? Wir halten das aufgrund der beiden Hintergründe der Charaktere für eine extrem spannende Frage. Fangen wir also direkt an. Fest steht, die beiden hatten schon miteinander zu tun. Sei es durch die Jedi-Schlacht auf Geonosis oder durch das Attentat auf Meister Windu, von dem Anakin auch betroffen war. In der einen Richtung ist die Beantwortung der Frage deutlich. Boba verrät sich natürlich durch seine Stimme. Die klontypische Stimme müsste Vader dazu Anlass geben, zu wissen, was für eine Art Mensch sich unter dem grünen Helm befindet. Klar, uns ist bewusst, dass in Episode 5 und 6 Boba natürlich nicht die richtige Klonstimme hat, aber in Lore müsste es natürlich so sein. Auch die Tatsache, dass Boba nicht vom Wachstumsbeschleuniger betroffen ist, könnte Vader einen Anlass geben, Verdacht zu schöpfen, dass es sich bei Boba nicht um einen normalen Klon handeln kann. Er ist einfach zu jung. Boba scheint logischerweise keinem Kodex zu folgen, seinen Helm aufzubehalten. Anders als The Mandalorian zum Beispiel. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass Vader Bobas ungewöhnlich junges Antlitz gesehen haben könnte. Und auch hier würde er ihn natürlich erkennen. Das steht auf jeden Fall nicht in Frage. Dennoch ist das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit gesagt. Die Macht wäre sicherlich noch eine weitere Option. Als ehemaliger Jedi ist das Wahrnehmungsfeld Vaders erweitert. Er kann spüren, was für Leute sich vor ihm befinden und wer sie sind. Vielleicht erinnert er sich dunkel an jene Zeit in der Vergangenheit. Das ist allerdings zu bezweifeln, da Vader nicht gleich Anakin ist. Nur selten erinnert er sich an den Schwächling, der er einst war. Und somit bedient er sich nur selten seiner Erinnerungen der Vergangenheit. In die andere Richtung wird es hingegen interessanter. Konnte Boba von Vader wissen? Na, wir wagen das zu bezweifeln. Die viel wichtigere Frage ist, ob ihn das wirklich interessiert. Ein wichtiges Element in der Kopfgeldjäger-Gilde war der Leitsatz, keine Fragen zu stellen. Sofern der Auftraggeber bezahlt, ist der Job erledigt und wir denken nicht, dass Boba einen Antrieb hatte, sich um Vaders Identität Gedanken zu machen. Er war sich vermutlich nicht mal im Klaren darüber, dass Vader mal ein Mensch gewesen war.
Aber es war auch einfach nicht wichtig. Für Boba zählte lediglich die Bezahlung und die erfolgreiche Erfüllung seines Auftrages. Er hatte einen Ruf zu sichern. Darüber hinaus ist nicht vielen die wahre Existenz Vaders bekannt. Vor allem im Kanon ist das ein sehr streng gehütetes Geheimnis. Neben Palpatine, Luke, Leia und Ahsoka und vielleicht noch ein paar Figuren, die mit diesen Charakteren zu tun hatten, ist es fast niemandem bekannt, was Vader einst wirklich war. Der Auserwählte, Anakin Skywalker. Im Legends hingegen wissen es ein paar mehr Leute, aber auch hier nur, weil Vader es so will. Er wollte so dem Jedi Rowan Shrine noch einen letzten bitteren Schlag versetzen. Aus Mitgefühl erzählte er es einem Klon, der alles für ihn gab, wie wir in einem unserer vergangenen Videos erklärten. Ob Jengos Sohn noch einmal die Wege der Macht kreuzen wird, ist fraglich, jedoch nicht ausgeschlossen. Wir sind uns sicher, dass das Buch von Boba Fett einige Überraschungen offen hält und wenn auch Boba nichts mehr mit Vader zu tun hat, werden altbekannte Charaktere seinen Weg kreuzen. Dave Filoni, Macher von Clone Wars und Star Wars Rebels, wurde für die 6. Folge von der Serie bestätigt. Und wir können es kaum abwarten, einen alten Feind wiederzusehen. Welchen Auftritt wünscht ihr euch für die Serie? Wird Boba vielleicht sogar auf andere Klone treffen? Schreibt es uns in die Kommentare. So, das war's jetzt auch erstmal mit diesem Video. Wir können zusammenfassend als Fazit wirklich nur sagen, dass das Buch von Boba Fett wirklich eine geniale Serie ist, vor allem mit Temuera Morrison als Schauspieler. Die Flashbacks aus der ersten Folge waren für uns als Clone Wars Fans wirklich genial. Kamino und Geonosis haben wirklich Spaß gemacht. Und woran lag das? Das lag vor allem an unserem neuen Fernseher, dem LG OLED C1. Und wenn ihr dazu mehr wissen möchtet, dann könnt ihr einfach den Link in der Beschreibung anklicken. Das Besondere hierbei ist wirklich der Schwarzwert, der Kontrast und die Farbe, die wirklich herausstechen und für uns etwas Neues sind, also eine neue Experience waren. Also wie gesagt, checkt die Beschreibung ab, da kommt ihr zum Video und ihr könnt auf die LG-Seite klicken und euch das Ganze mal selbst anschauen. Perfekt. Euch noch einen schönen Tag.